Hi zusammen, ich bin's Anna. Ich hoffe, euch allen geht's gut und ihr seid gut im Montag gestartet. Heute startet meine Kalorien-Challenge. Aber eine andere Kalorien-Challenge. Diesmal nicht 10.000 Kalorien essen, sondern 10.000 Kalorien verbrennen. Aber nicht an einem Tag, weil das ist einfach mir nicht möglich, weil ich momentan auch noch zu viel wiege und meinen Körper nicht so krass blasen möchte. Aber ich möchte von dem Tag heute, also jetzt Montag, bis zum 31.03., also das ist der letzte Tag der Challenge, also da ist mir dann abgerechnet, 10.000 Kalorien verbrennen. Also durch Sport mit meiner Apple Watch aufgenommen. Das, die sagt, normalen Aktivitätskalorien zählen nicht, sondern wirklich nur das, was ich mit dem Sport mache. Also zusätzlich zu dem bisschen Bewegen, wenn man, also ich mache ja auch nicht immer meine Apple Watch an, wenn ich hier einmal hin und her gehe durch die Wohnung oder putze oder so, das mache ich nicht. Aber jedes, was Sport ist, alle Bewegungen, sich spazieren gehen, zählt auf jeden Fall, schwimmen gehen, ins Fitnessstudio gehen, alle Aktivitäten, die überhaupt Sport beinhalten, auch Homeworkout zählen, da kann ich meine App benutzen. Und ja, das muss halt getrackt werden mit der App, mit den Aktivitäten, die man halt da so auswählen kann. Ja, da darf ich eigentlich alles machen, was ich halt machen möchte. Ich dürfte auch laufen gehen, mache ich aber nicht, weil ich noch zu schwer bin. Und ich blende euch gleich nochmal am Ende des Videos schnell ein, wie so der aktuelle Stand ist von den Kalorien. Ich glaube, da waren fast 3000, habe ich schon verbrannt in den Tagen. Im März, was ja auch schon mal viel ist, aber noch, es müssen ja mindestens 10.000 Kalorien da drauf jetzt noch kommen mit Bewegung. Aber da ich ja jetzt viel Sport machen möchte, ich werde es auf jeden Fall schaffen, ich bin fest überzeugt. Als Strafe, wenn ich es nicht schaffe, muss ich einen Tag halt fasten. Fasten heißt einfach nur Wasser trinken und Brühe dürfte ich auch noch machen, weil ich muss auf meinen Salzgehalt achten wegen den Medikamenten. Also ich darf auch nur Brühe dann zu mir nehmen, weil das sonst nicht gehen würde. Also weil ich sonst Wassereinlagerung bekommen könnte oder so. Das heißt, das ist ganz wichtig, dass ich trotzdem trinken darf und auch Brühe zu mir nehmen muss wegen dem Wasser, wegen dem Salz. Aber das würde ich dann machen, einen Tag. Also einen Tag ist erstens nicht so schlimm, aber das ist halt eine Strafe dafür, wenn ich es nicht schaffe. Also das habe ich mir so ausgedacht. Ich möchte auf jeden Fall nicht als Strafe voll viel essen, weil das einfach nicht gut ist und auch nicht förderlich ist. Ja, also ich bin gespannt, wie die Challenge so abläuft. Und wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich kann noch mal Zwischenupdates machen in der Transformation Week, wenn ihr das möchtet. Dann könnt ihr gerne mal kommentieren, ob ihr auch Updates haben möchtet. Und ich werde auch alle einzelnen Training-Sessions quasi auch nochmal dann auch immer auf Instagram posten. Also ich möchte es auf Instagram dann posten, dann haben wir alles. TikTok erzähle ich euch dann auch manchmal ein bisschen was dazu. Auf Instagram poste ich dann die ganzen Sportsachen, die ich so verbrenne. Dann könnt ihr auch mitrechnen, wenn ihr möchtet. Genau. Das war's dann auch jetzt von mir. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Eure Anna. Ciao.